Mhm. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Redfall mit Fera. Hi und Bea. Hi. Immer noch weird. So. Ja. Wir machen die Unterschlupfmission weiter, ne? Wir brauchen die Schädel. Genau, einen brauchen, brauchen wir die noch, Schädel, ne? Um den Hollow Man zu fighten. Ein Jahr. Viel Spaß im Lurk, Dummy. Hi. Bye. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. Too sexy, it hurts. Entschuldigung. Wir brauchen noch den, der da mitten in dem Vampirnest ist. Oder? Nee, Shadetree Heights, oder nicht? Cedric hatten wir doch gemacht. Hatten wir? Okay. Ja, dann, dann noch Shadetree. Dann gehen wir zu Shadetree, los. Hatten wir nicht? Doch, Cedric hatten wir gemacht, glaube ich. Glaub nicht. Ich glaube, Cedric war der, den wir nicht gemacht haben. Alle Zuschauer, so, das habt ihr gestern erst gespielt. Nee, ist richtig. Ah, cool. Haha, nenn mich The Brain. Ich habe noch einen ewigen Ladebildschirm. Weiß nicht, was heute wieder los ist. Ich habe die Mission schon angenommen und Munition aufgebaut. Ach, guck mal, hier ist Tequila. Und Green Beetle Gin und ein vergammelter Apfel. Ja gut, den Apfel würde ich vielleicht nicht nehmen. Ah, jetzt. Hast du das auch, dass bei dir die Texturen ständig nachladen? Ja. Okay, gut. Funkgerät will ich nicht. Munition. Munition, Heilung. Heilung habe ich, glaube ich, voll. Ah, nee, doch nicht. Ah, nee, ich hatte nur 4. Bellmether. Bellmether. Bellweather Munition. There it is. Kommunikationslaser. Bellweather Nachschub. Wir sollen Nachschub anfordern. Jetzt. Okay. Dann fordern wir mal Nachschub an. Korrekt. Warum habe ich noch einen Flockwerfer ausgerüstet? Sturmgewehr, Flockwerfer, Schrot. Ach, egal, ich behalte ihn einfach mal. Wo ist er denn lang? Blind. Hab schon Marker gesetzt. Ah. Tipptopp vorbereitet, wa? Wie immer. Immer. Wissen wir beide, dass es nicht stimmt. Ich würde ja sagen, das ist nur hier so, aber leider stimmt das nicht. Ey! Geht doch für uns beide. Weiß nicht, sprich für dich, Fera. Sind wir über die Brücke? Ja, ne? Und wir können da hinten hoch. Es macht übrigens sehr viel mehr Spaß, die Folgen einfach nur hochzuladen, wenn die schon geschnitten sind, ne? Ja, das sag ich doch. Ist viel angenehmer. Wenn man also, halt nebenbei sowieso aufnimmt, einmal kurz Aufnahme, Stopp und Start drücken. Warte, warte, warte. Vampir. Oh. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Bestimmt oben. Unten? Schick mal nach unten. Tschüss, Yasolas. Viel Erfolg und viel Spaß beim Training. Lass dich nicht ärgern. Und vielen lieben Dank nochmal für dein Follow. So. Hier, guck mal, hier geht's hoch. Oh, cool. Zwischen den Farnen, hindurch zu den Steinen. Dort werde ich liegen mit meinen Gebeinen. Vor allen Dingen läufst du gegen eine Wand. Bei mir gerade. Kann es sein, dass einer von uns aus dem Spiel geflogen ist? Also ich nicht, Digi. Bei mir läufst du gerade, bevor du überhaupt hochgerannt bist, gegen eine Wand. Ah, ja, ja, ich bin aus dem Spiel geflogen. Klappt ja heute wieder super, wa? Ja, ja, aber ich bin das Problem, ne? Ey, ich hatte sowas bisher noch doch einmal ganz am Anfang, wo das irgendwie aber noch nicht richtig geladen hat. Ja. Soll ich nochmal hosten? Mhm. Dann Spieler einladen. Here I am.
rock you like a hurricane. Ich finde die gelbe Jacke cool. Ja, die ist echt cool. Wie so ein gelbes Quietscheentchen. Besser als das Feuerwehr-Outfit. Oder das Wolfs-Outfit. Weiß ich jetzt nicht. Na, vielleicht läuft's ja dieses Mal auch mit dem Laden schneller. Düde? Ich noch nicht. Ja. Wir müssen noch mal hin. Jetzt ist mein Shade Tree Heizunterschlupf direkt in einem Vampirnest. Ja, dito. Hat bestimmt irgendwas nie richtig geladen. Wie es direkt wieder losgeht, ey. Das habe ich gestern auch die ganze Zeit gemacht. Das war echt wild. Ich saß einfach hier zu Hause und war so wii, 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 wii. Aber Hauptsache, meine Munition ist noch voll. Tera, bist du schon wieder rausgeflogen? Nee, ich bin da. Gut. Erste-Hilfe-Paket nochmal. Das habe ich übrigens auch behalten. Ist funny. So, warte mal ganz kurz. Ich müsste ganz kurz einmal was nachgucken. Und zwar bekomme ich heute... Ich habe mir Buntstifte bestellt, neue Buntstifte und neue Ausmalhefte. Und die Buntstifte kommen heute an. Und ich will kurz gucken, ob ich schon abtimen kann, wann er kommt. Aha. Dauert noch. Schade. Okay, cool. Jetzt ist auch das Bellwether-Lager woanders, oder bilde ich mir das ein? Gut geht es mir, Simone. Dankeschön. Ist woanders. Guck mal, hier geht's zum Vampirnest. Ja. Wir müssen uns sammeln. Willst du da rein? Nein. Aber da hinten sind Gegners. Da. Das ist wieder natürlich. Da ist schon Vampire. Ja. Oh, ich habe keine... Der Rabe kann wieder... Ah, doch, doch, er kann. Warum habe ich die Sawfish noch ausgerüstet? Gib mir meine Stufe 8 Yokai, Digi. Kommen gerade alle. Ich weiß nicht, warum. Coole Sache, Pera. Sorry. War nicht mit Absicht. Komm runter hier. Ich bin tot. Das ist doch nicht dein verfluchter Kackernst. Schieß leider weiter. Noch. Ja, natürlich schieße ich weiter. Hallo, lass mich doch mal hier raus. Vorsicht. Ja gut. Ich bin auch tot. Hüp. Ja. Können wir die Folge noch löschen? Nein, das wird jetzt durchgezogen. Wir müssen auch Fails hochladen. Oh Mann. Soll ich mal die Schwierigkeit ein bisschen runterstellen? Hast du gerade gefragt, ob du die Schwierigkeit runterstellen darfst? Ich habe gesagt, ob ich soll. Weil er immer noch auf Mitternacht steht. Ja, machen wir los. Weiß weiter. Ja nicht, wie das jetzt mit den Gegnern heute ist. Vielleicht sind sie jetzt mal... Ja, halt im normalen Level da. Im Blind. Im Play, da ist es. So. Steht auf Dämmerung. Steh ich nochmal auf. Zack. So. Nächster Versuch. Kannst du die Tüte hier aufheben? Nee, aber ich sehe auch, dass er leuchtet. Ich hasse sowas. Same. Und ja, das Munitionslager ist woanders, hast du recht.
Ist auf der rechten statt der linken Seite. Schick ja. mir nochmal deinen Raben dahin, bitte. Wie viele sind denn jetzt da? Ach, das ist hier schon wieder Mist. Ich mach alles schwarz, ne? Ja. Nee, lass mal drum rumgehen. Jo. Bin ich voll mit einverstanden. Na gut, die letzte Stufe zu zweit mitten im Vampirnest ist natürlich... Vorsicht, dahinter ist ein Vampir, der schwebt dort. Ja. Wart, uns hat einer gesehen? Angeblich. Summer Club, Shade Tree High. Da kommt einer die Treppe runter. Ja. Ich hab hier was. Nein, dass du nicht gehst. Wir helfen euch. Ah, fuck, Flockwerfer. Warum? Nächste? Noch einer? Scharfschütze. Diese scharfen Schützen. Noch einer? Au, 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 au. Ja. Schon besser. Du schuldest mir was. Jetzt ist es hier wieder, finde ich, viel zu leer. Ganz komisch. Ich pulle den Vampir. Ja. Another one bites the dust. Dum, dum, dum. Ja, haben wir gemacht, ne? War's das schon? Ich vermute. Oh, nice. Zurückreisen? Moment, bitte. Ach nö, jetzt sitzt der Nachschub aufgeploppt. Ah, gut. Er markiert man nicht richtig. Nachschub da hinten. Der zeigt ja uns in Gold an, oben im Kompass. Brauchst du nicht markieren? Hm. Jo. Cool. Hier raus kämen wir so. Ich hier eine Grabglocke. Wo ist denn hier? Da hinten. Ah. Komme. Ups. Ich bin gefallen. Ich hab's gehört. Aber hey, ich fühle mich wieder gut. Ey, also ich sehe hier keine. Aber du hörst sie? Ich höre sie ja. Komm mal mit. Komm mal. Ah, das war doof. Oh, doch nicht. Leg dich mal ein bisschen ins Zeug. Das ist ein Nest in der Nähe. Ach was. Alle Blutsauger in der Nähe sind stärker, solange wir es nicht vernichten. Ist das ja vorbei. Ehring! Hm, ich auch.
Also ich weiß nicht warum, aber anscheinend werden nur die Leute zu Vampiren, die sehr lange und sehr oft verheiratet waren. Hier ist schon wieder eine Grabglocke oder so. Habe ich vielleicht Halus? Also jetzt höre ich nichts. Hier ist eine. Dein komisches Auge toll. Hat also nichts mit deiner, naja, übernatürlichen Treffsicherheit zu tun? Ich hatte so viel zu geben, das machte mich krank. Ich war meine schon Präzisionsschütze lange bevor ich dich an der Backe hatte. Ich meinst sollte du? Nicht zu viel. Dankeschön für Doppelreden. Die fliegende Ratte will den Ruhm. Du sprichst Rabisch? Oder veräppelst du mich? Bei der Arbeit gibt's keinen Spaß. Wir haben da einen Siphon. Ja. Soll ich ihn pullen? Ja, mach mal. Schöner Schuss. Boah, bei den anderen hat er doch richtig viel abgezogen. Das war's. Eine UV-Medusa. Sehr, sehr gut, dass der Vampir eine UV-Dings dabei hat. Ja. Gegen andere Vampire. Was? Ach schon. Lauf! Lauf! Ja, warte, warte, ich schick den Raben. Oder zu nicht? Spät. Uff. Du weißt doch, dass die sich wieder heilen. Ja, ich brauchte selber eine Sekunde, um das irgendwie zu realisieren. Okay. Vintage Cameo, okay. So. In nur 70 Metern befindet sich unser Nachschub. Sehr gut. Hellwell da. Du müsst aber hoch. Ja, ein bisschen hoch. Oh, oh ja. Ich hätte jetzt so gerne Granate. Wird dir nichts drauf halten? Ich kann nichts drauf halten. Leute, achso, kommt doch dahinter einfach mal weg. Ich bin heute gut in Headshots anscheinend. Na, endlich mal. Nichts kann mich aufhalten. Hey. Heilungskit? Warum darf ich das nicht mitnehmen? Ich hab doch geskillt, dass ich Heilung mehr tragen kann, oder nicht? Verarsch dich alleine, Spiel. Gut. Fähigkeiten. Willst du Munition mal nehmen? Ja. Dann noch mal 150 Meter weiter. Super, bitte. Ja. 160, ne? Bleiben wir mal hier bei der Realität, bitte. Ja. Auch da müssen wir hoch. Eigentlich Gegner sein sollten. Hier steht extra eine Batterie, um die alle in die Luft schießen zu können. Die sind doch da hinten. Entspann dich doch mal. Ah, warte. Noch nicht. Hey, aua. Warum hört sich das... Ah, okay. Deshalb. Warum hört sich das an, als würde hier einer gleich explodieren? Ah, deshalb. Ja, genau. Nochmal. Oh! Okay.
Jo. So nice. Und mal zurück? Zum Unterschlupf? Ja. Jackie Potty. Dann holen wir uns jetzt so den Schädel und dann knallt's. Genau, aber den Schädel, wie wir uns den holen, das sehen wir in der nächsten Folge, ihr Süßmäuse. Ganz genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.